So, leitbar, schmeidbar. Was ist das Interessante an Ambilight? Ambilight war schon immer geil. Sind wir mal ehrlich, jeder wollte schon mal Ambilight haben. Nicht jeder hat den Raum dafür oder die Position des Fernsehers. Aber wenn man die Position des Fernsehers oder Monitors dafür genau richtig hat, dann eröffnet sich eine Welt von Produkten, die alle ziemlich räudig sind. Die meisten jedenfalls sind ziemlich räudig. Flickern zu langsam, einzelne Bildpunkte nicht diffus genug, zu diffus, reagiert nicht richtig, die Farbe ist irgendwie nicht die gleiche wie am Fernseher. Und dann natürlich noch das Auflösungsproblem. Oh, die Länge passt nicht, oh, die Strips lösen sich hinten vom Fernseher oder. Und heute habe ich einen Teil, das ziemlich geil ist, und zwar das Beste, das es gibt. Und ich möchte es euch vorstellen, sogar besser als Philips Hue. Ich wollte es unbedingt haben, seitdem es draußen ist. Light Me Fantasy Free. Und wir schauen uns an, warum. Viel Spaß im Video. Es ist ein Set für Ambilight. Und wenn ich weiß, was Ambilight ist, du klebst hinten auf deinen Monitor oder Fernseher einfach RGBs dran. Und die sollen dann den Eindruck verbessern für die Immersion des jeweiligen Fernseherlebnisses. Ja, oder Gaming-Erlebnis oder. Gaming? Genau, deswegen dieser Leitbar. Die Idee dahinter ist, dass hinaus auf die Wand indirekt Farbe projiziert wird, die Edge-Pixel oder die allgemeine Summe der meisten Pixel in diesem Farbbereich dann hinausstrahlt, dass es eine Illusion ergibt, als wäre das Bild größer, als es eigentlich ist, noch besser aussieht, die Augen schont und einen noch mehr in das Gesehene hineinsaugt. Das ist die Idee. In der Praxis gab es da viele Versuche. Ich habe auch mehrere Ambilights hier, auch für den Monitor da hinten. Die brauche ich aber gar nicht zeigen, denn die sind räudig und du siehst quasi, wenn einzelne Pixel an- und ausgehen meistens. Philips hat eine gute Alternative, die ist okay, aber ich habe hier eine, die ist besser. Erstens, ich habe einen Fernseher, der hat 75 Zoll. Das ist ein Brett. Das heißt, es gibt es in verschiedenen Größen und der geht 75 Zoll gehen, 100 Zoll gehen auch. Das Ding bietet 75 LEDs pro Meter. Das heißt, du hast fast pro Zentimeter eine LED. Und das ist gut, das ist schön diffus. Du hast sau viele Modi über die App, über die reden wir gleich. Und was wird mitgeliefert? Mitgeliefert werden wir auf der Packung sichtbar. Die Box, die Lichter, die Kabel, die Klebedinger und das Stromkabel. Mehr braucht ihr eigentlich auch gar nicht. Und jetzt wird's aber fancy. Das Ding kann 8K. Oh, 8K. Ja, 8K, 60 Bilder die Sekunde. Das heißt, flüssiges Gaming-Erlebnis oder Filme mit 8K, wenn möglich. 4K sogar mit 120 Hertz. Gaming! Ja, Gaming. Habt ihr einen Fernseher oder einen Monitor, der mehr als 4K 60 kann, also 4K 144 oder 120, das Ding packt das. Sogar bei 8K 60. Die meisten Fernseher unterstützen das noch nicht mal, also zukunftssicher. Greife ich mal vorweg. Adaptive Sync, also variable Refresh Rate, unterstützt das Gerät nicht. Das wäre ein bisschen viel. Aber die kleine Box kann ziemlich viel. 4 HDMI-Inputs mit HDMI 2.1, vollwertige HDMI 2.1 und sogar Pass-Through für Arc. Was ist Arc? Naja, ich habe eine Soundbar von Samsung mit 9.1.2, also auch mit Satelliten und Bass und allem. Und ich gehe mit dem HDMI-Signal in die Lightme-Box. Von der Lightme-Box geht das Ganze in den Soundbar, in den In. Und der Soundbar macht es dann mit dem Ton und dem Bild zum Fernseher. Und es ist immer noch synchron. Was halt cool ist, weil so kann ich alle Geräte in den Soundbar und den Fernseher schieben, aber über diesen geilen hier Ambilight-Modus. Oh, die App, was bietet die App? Die App hat Musikmodi, Ambience-Modi, Lagerfeuer-Modi, halt all das Zeug, was man so auch hat. Und dann kannst du da einstellen, ob es sehr diffus sein soll oder Einzelbilder, ob es schnell reagieren soll, langsam reagieren soll, Filmmodus, Gaming-Modus, da kann man sich austoben. Ich selber bleibe nicht im Creator- oder Filmmodus, ich gehe in den Gaming-Modus und dann so ein Drittel nach rechts verschieben von Einzelpixel zur Diffusion. Das ergibt das beste Filmerlebnis ohne Flickern oder dass es einem aus der Emotion reißt, wenn dann auf einmal der Hintergrund so hell wird und man wird abgelenkt vom Bild. Das möchte man ja auch nicht. Man möchte ja das Bild betonen und nicht mit dem Hintergrund vom Bild ablenken. Klar, das Setting ist klar, ihr braucht eine gute weiße Wand, weil wenn ihr nur schwarz oder Müll dahinter habt, dann wirkt es nicht. Ne? Also wäre es natürlich am besten mit dem Wohnzimmerfernseher und vielleicht ein bisschen Platz außenrum, dass es auch scheinen kann. Muss nicht, hilft und verstärkt aber extrem den Effekt. Das Ding wird nicht nur einfach hinten rangeklebt, das sind auch für die Ecken. Ne? Ihr wisst ja, normalerweise geht es ja um die Ecke bei so einem Fernseher und da sind dann so
Kabelverlängerung schon mit dran. Ich müsste das Ding nur einmal rumkleben, fertig. Und dann kann man das einmal verdrillen, eine Schlaufe machen und die kann man mit so speziellen Halterungen hinten dran kleben, dass die Kabel nicht so straff sind und sich nicht ablösen vom Zug oder vom Druck. Hält und bappt wie Sau. Heißt, man hat nicht immer das Problem, ja, hier muss man es dann rankleben irgendwie und dass es irgendwie hält. Nee, die haben das mitgeliefert, das ist cool und das ist schlau. Wichtig, ihr habt dann eine kleine Box mehr auf dem Schreibtisch. Und ihr müsst an dem Gerät einstellen, ob ihr es einmal links rumgewickelt oder rechts rumgewickelt habt, weil sonst werden sie verkehrt rum angezeigt, die Farben, dann ist alles falsch. Das muss man beachten, steht aber auch in der App. Die App ist praktisch, die bietet alle möglichen Funktionen. Interessanterweise hat sie genau das gleiche Layout wie Tuya. Und ihr könntet theoretisch einfach, anstatt die App zu nehmen, die dabei ist, die App von Tuya nehmen. Und dann geht's auch in Home Assistant. Ich sage jetzt mal nichts dazu, ne? Aber das funktioniert. Das funktioniert ziemlich gut. Also ich weiß gar nicht, ob das vom Hersteller so empfohlen ist, aber ihr könnt die Original-App oder die Tuya-App nutzen. Und mit Tuya könnt ihr dann auch nach Home Assistant gehen und könnt das Ganze aus dem Smart Home auch noch steuern, wenn ihr wollt. Klar, Farbe, Helligkeit und so und Sounds und rein, aber geil. Was schreckt mich ab? Der Preis. Ihr seid da ungefähr so bei 200 Euro und mehr, für je nach Größe des Fernsehers. Ja, aber ihr habt auch eine Box, die 8K60 verarbeiten kann. Muss man in Relation sehen, ja, ist einem leidbar so viel wert. Naja, 72 LEDs pro Meter, was wird verbaut? Da gehen so 300 LEDs ins Land, das ist schon viel, plus der Box, plus die Kabel, plus das Stromding, schon gut. Und das bei der Geschwindigkeit, kein Ruckeln und die hohe Bildwiederholrate. Ich bin ziemlich begeistert von dem Ding. Ich kann auch im Moment, außer jetzt die von Lightme, keine anderen empfehlen. Philips ist mir zu teuer für zu wenig Leistung, Flickerprobleme und sowas und Philips Ökosystem. Und ich kann außer Lightme keine anderen empfehlen. Damit geht es nicht nur mir so. Ich habe mir das Ding angeschaut, nachdem ich Reviews gesehen und gelesen habe von anderen Leuten und dachte mir, oh, verleitbar, für Ambilight. Da kann es nur die werden eigentlich. Ne? Und dann habe ich mir das angeguckt und dann ist es die geworden. Und dann wollte ich euch sagen, jo, also wenn ihr auch auf Backlight vom TV steht, dann ist das geil. Ich habe es zum Beispiel so eingestellt, dass mein Home Assistant die Lightme-Box bootet. Unabhängig vom Fernseher, ne? Eine smarte Steckdose. Das heißt, wenn ich den Lichtschalter anmache, dann geht als indirekte Beleuchtung nachts, wenn es nicht zu hell brettern soll, weil du bist vielleicht müde und suchst was im Wohnzimmer, dann geht mit dem Knopfdruck die Ambilight des Fernsehers als Ambience-Beleuchtung an, ohne der Fernseher selbst. Ich habe eine Standardfarbe gewählt, da könnt ihr was auswählen, rot, gelb, grün oder orange. Und das ist geil. Und dann, wenn du einen Fernseher anmachst mit CC, dann geht es automatisch in den Ambilight-Modus oder halt den Modus, den du ausgewählt hast. Musikmodus, Visualizer, was auch immer. Das heißt, ich nutze es gleichzeitig nicht nur als Fernsehbeleuchtung, sondern als Raumbeleuchtung. Und mit einer anderen Taste, weil ich habe es ja mit oben gesehen, mit einer anderen Taste kann ich es dann gleich dimmen oder wieder heller machen und kann es der Örtlichkeit anpassen und kriege ein indirektes Licht, das gleich vom Fernseher kommt, also Multipurpose. Ich weiß, freaky. Könnt ihr selber machen, könnt ihr ausprobieren. Viel Spaß dabei. Link in der Videobeschreibung. Falls euch das interessiert, schaut es euch mal an. Die Farben sind echt gut. Die Farben sind farbgetreu. Klar, sollten auch so sein, weil es RGB-LEDs sind, aber es sind ja RGBWs. Und da habe ich auch den Costa Rica-Test laufen lassen. Ich habe den Farbtest, den LG-Test laufen lassen. Kannst du nichts sagen. Und die Anleitung, dass alle LEDs gut geklebt sind, auch an der richtigen Höhe und so weiter, ist auch dabei. Also man kann nichts falsch machen, man kann nichts sagen, man muss nur das Geld berappen wollen. Gut, dafür hast du was, was zeitlos geht, solange die LEDs halten und upgradefähig ist für die nächsten 8 Generationen von Fernsehern. Das wissen mehr, Mann! Also schaut es euch an, wenn es euch nicht gefällt, schickt es zurück, testet es mal aus. Steh voll drauf auf das Backlight, wirklich steh voll drauf, weil bin Lichtjünger. Das heißt, in einem Raum muss die Lichtfarbe stimmen, sonst habe ich schlechte Laune. Wenn das Licht kalt ist, dann fühle ich mich unwohl. Wenn es direkt von oben kommt, fühle ich mich unwohl. Das Licht in einem Raum bestimmt, wie wir uns fühlen. Set und Setting. Und es geht jedem so unterbewusst, ob es ihm jetzt auffällt oder nicht. Die Farbe und Beleuchtung in einem Raum bestimmt unsere Stimmung. Und ich habe gern die beste Stimmung. Deshalb versuche ich auch alles so einzurichten, dass ich mich wohlfühle. Vielleicht ihr auch. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein. Macht's gut. Ja, raus aus Gießen, ne? Und dann ab ins nächste.